Ja, willkommen zum nächsten Video. Lernvideo. Tambura Kurdi. Wer schon ein bisschen was kann oder wer noch gar nichts kann. Es würde mich sehr freuen, wenn viele Kinder und junge Menschen dieses schöne Instrument lernen würden. Und denkt daran, Musik, Musikinstrument spielen, singen, macht nicht nur intelligent und schlau und erweckt Emotionen und Gefühle, sondern wie es auch wissenschaftlich erwiesen ist, wer selber singt und spielt ein Instrument, hat gute Chancen, länger zu leben und natürlich auch glücklicher zu leben. Das wussten die Reichen und Mächtigen. Vielen Jahrhunderten, und deswegen haben sie ihren Kindern empfohlen, ein Musikinstrument zu spielen. Ja, eigentlich früher. Sie mussten meistens die Königsinstrumente wie Geige, Klavier oder Gitarre. Und heute noch schicken viele studierte Menschen in Europa ihre Kinder zum Musikunterricht und lassen mindestens ein Musikinstrument lernen. Deswegen ist Musik wichtig. Jetzt lernen wir das Lied Aile Gule Gula Mene Azgule Nadem Male Dine Eser Gule Istem Kustine von Mahmoud Cheikho. Mahmoud Cheikho hat in Syrien gelebt. Wegen seinen Liedern wurde er oft ins Exil geschickt oder gefangen genommen. Man kann sagen, mit seiner Gitarre oder Tambour und seiner Stimme hat er im Grunde genommen Revolution betrieben gemacht. Und das hat der Regierung nicht gepasst. Darum wurde er oft verfolgt, verhaftet. Leider ist er arm, sehr arm, wie ich mitbekommen habe, gestorben in Syrien. Für kurdische Künstler ist das eine Schande. Und für die Kurden natürlich. Aile Gule Gulamli. Wir fangen mit dem Refrain, also was man wiederholt, zuerst an. Das ist viel von oben schlagen. Erstmal so, später werden wir ein bisschen schneller. So. Langsam.
Das sind wir gleich, eins nach oben, ne? Kürzer ist. Das ist hier kurz. Ganz kurz. Finger oder Hände übertragen werden, dann werdet ihr besser lernen. Auch wenn der Text falsch ist, das ist nicht wichtig. Also singt irgendetwas oder summt einfach mit. So, das war Refrain. Aile gule gulamne. Shirinal vadelemne. Teil erst Schluss oder eine kleine Pause. 4, 5, 6, nein. 5 ist mehrere Male. Ja. Und dann nochmal wiederholen. Hier lang. Zweiter Teil.
jetzt noch nicht. Also, weil ich weiß, ich wiederhole, ne? Ich mache halt bei 2, 3 und 5. Und dann komme ich wieder nicht 2, sondern ich komme 1 tiefer, 3, weil ich weiß, ich gehe jetzt hoch. Das ist ein sehr schwieriges Lied, gefühlvoll, verschiedene Noten, also Parda, viele Parda, ne? Und ist es, das Lied ist sehr gefühlvoll und rhythmisch gewissermaßen. Vergriffen habe. Also wenn man lange nicht spielt, wie ich jetzt in diesem Fall, ich spiele seit sehr langem erst wieder einmal, dann werden die Finger ein bisschen langsamer von der linken Hand, die Griffe kommen langsamer und ein bisschen auch ungenauer. Das bedeutet, man muss üben, mindestens in der Woche einmal. Nochmal, Wiederholung. Also erstmal Refrain. Kesku soru zer.